Ja, da sind wir wieder. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von God Eater 3. Wir haben letzte Mission abgeschlossen, würde ich sagen, und starten direkt im Endbildschirm von der Mission. Wir haben irgendein Problem. Wir sollen dringend zurück zur Base kommen. Und genau das werden wir jetzt machen. Wir haben neue Fähigkeiten. Cool. Und was im Mond umlaufbar. Dämlich. Ach, das haben wir eh. Okay. Also wir haben ein Problem. Wir werden dem jetzt auf den Grund gehen, was wir für ein Problem dort haben. Kann nur schlecht enden. What happened? This response. It's an ash origami. Ranges 6 miles. Huh? An ash origami? Are you kidding me? Comparing with the database. No matching data found. It's an unknown type of ash origami. Reverse our heading and retreat at full speed. We need to withdraw from this area immediately. We're too late. It's already on us. It's so fast. Ash origami on a collision course. What did you say? Impact with rear cargo containers. Some are destroyed. Is there something it wants in our cargo? It won't stay away from the containers. They can't withstand anymore. Tür. Was that Claire? Container is breached. Ash ja, origami is inside. Kleine Mädchen, was da hinten drin just ist anscheinend. Our day. Let's move. Oh, vielleicht dieses kleine D etwas, was da ist. Oi, oi, oi. Are you all right? The container is. Don't be stupid. Think about yourself. Damn the cargo. Protecting that cargo is the duty entrusted to me. There is an ash origami in that container. Don't just waltz in there. What? Is that a human? Is he cute? No, you don't. Zeke! Okay, I'm going in too. Claire, aim for the hands, all right? Got it. What a noob. Are you okay? Hey, come on, wake up. Live, damn it. You have to live. So, ich bin zu Ende, wir sind tot, ne? Gott, ist die niedlich. Whoa! Are they alive? You're awake. Why did you have to worry me like that? Ma'am, our sleeping passenger awoke just now. Whoa, whoa. Take it easy. You've been out for 3 days. Gott, ist die niedlich. You've got quite a fan club now. I would never have guessed that Gleipnir was using us to ship human cargo. I thought the reward was suspiciously generous, but I bought into it anyway. Is that kid human, or...? When the ash origami attacked, we recorded a huge resonance phenomenon emanating from the container. If we consider that this child was at the center... I saw it with my own eyes. Somehow that kid did something that healed our friend's wounds. That sort of power goes well beyond human. Listen, Claire. All of the people you see here are authorized personnel.
Could you at least tell us what you know about this? She is the hope of humanity against the Ashlands. Huh? We were told the contents of that container could carry humanity into the future. That it was potential. So, according to Gleipnir, this girl is the hope of humanity. I was certain it had to be a new type of god arc, or something like that. Nevertheless, it is still my mission to safely deliver the container's contents, man. Please return to course and continue to mission HQ. Hold on, wait a sec. Are they gonna use that girl as a guinea pig or something? No way! That's not gonna happen! She saved our comrade's life! Take it easy, Zeke. It's Claire's job, not ours. Come on, that's... I mean, yeah, but... We are going to fulfill our contract. Let's set out towards Mission HQ as scheduled. The girl is already out, however, and the container is damaged beyond repair. There may have been a shipping accident, but she's still a passenger on my vessel. As such, we'll treat her as we would any passenger. How does that sound, Claire? My assignment is to deliver her safely to her destination. But I have no specific orders as to how she should be transported. Great! So, do you think now we could stop calling her the girl, or that kid, or whatever? Why don't we think of a name for her, then? So... cute. What would be a good name for her? I'm really bad at this, so you decide. So cute! Theme. Oh, you like that one? It suits her nicely. Theme. It has a sweet sound to it. Theme. Theme. It definitely fits. Theme. Are you happy with that name? Die Folge heißt eindeutig Theme. So oft, wie wir das jetzt gehört haben. Theme! Okay, Crunchberry Leonard, hier ist eindeutig ein Watt für dich. Fuck, oh, freut mir jetzt nicht. Fuck, oh, danke schön. Ah, sie haben ja alle was zu... Dein Ernst? Lass mich in Ruhe! Nein! Lass mich in Ruhe! Lass das! Warum folgt mir die? Nein! Lass das! Okay, was hast du zu sagen? Du wach! Du retten. Danke. Mama. Mama! Ich verstehe wenig. Heute sagen Mama. Mama, also du Mama. Ich warte lange auf Mama. Wach. Glücklich. Mama. Oh, weia. Okay, was hast du zu sagen, Claire? Kommst du später bitte zur Kapitulation? Wir müssen alle mit Kontakt des Asche-Amigamus auf Aschefäule untersuchen. Nach dem Verschlingen würde ich dich gern gründlich untersuchen. Wenn dir am Ende etwas passiert. Also gründlich. Das hört sich nach Nucky-Action an, ey. Oh, dir geht's wohl schon besser. Ist doch toll, dass deine Mama wieder wach ist. Stimmt's? Gott, das fängt ja auch noch an. Ich muss das mal verdauen. Das müssen wir alle. Hier, ist dir nicht von der Seite gewichen, nachdem du zusammengebrochen bist? Die hat dich einfach nur die ganze Zeit mit einem ganz sorgevollen Gesicht angestarrt. Fast so, als wäre sie deine Tochter. Also haben wir entschieden, dass du Fies Mama bist. Das, ja, okay. Oh, du hast sie wohl schon ins Herz geschlossen, wie? Schau mal, Fies, sie ist auch glücklich.
Aber lassen wir mal einen Moment alle Witze beiseite. Als du gefunden hast, da bist du sofort zwischen sie und dem Aschegeborenen gesprungen, stimmt's? Das hat sie nicht vergessen und ich glaube, dieser erste Moment hat einen tiefen Eindruck hinterlassen. Egal, wie es später ausgegangen ist, sie hat dir schließlich auch das Leben gerettet. Passe gut auf sie auf, Mama. Dieses Mama macht mich fertig. Dieses Mama macht mich fertig. Die folgt mir jetzt die ganze Zeit, ey. Ist ja unglaublich. Da bist du, ey. Du bist ja endlich wieder wach. Ich hatte echt Angst, nachdem dich dieser Aschegeborene verschlungen hat. Warte, der hat mich verschlungen? Schön, dass es dir wieder gut geht. Ich hätte nie gedacht, dass unsere Fracht ein kleines Mädchen wäre. Hast nichts gewusst? Ist für mich eine riesen Überraschung und da geht es genauso. Tja, wie auch immer. Die Büchse der Pandora. Bin nicht mehr zu. Und was für eine wirklich hinreißende Begleitung wir da jetzt auf unserer Reise haben. Doch toll. Aber eins musst du mir versprechen. Du darfst dich nicht einfach so in das Lager für die Gottark schleichen. Da drin ist ein ganz böser Geist. Also geh da bloß nicht rein. Niemals. Verstanden? Klasse. Du versprichst mir auch deine Mama? Was? Jetzt verspricht es auch deine Mama. Okay, jetzt habe ich Angst. Warum nimmst du das denn so auf einmal so ernst? Ist ja auch egal, solange sie ihre Nase nicht in das Lager steckt, ist alles in Butter. Mama, war das ein Chaos, Alter. Und wieso komme ich jetzt immer auf Mama? Mann, war das ein Chaos. Ich schätze, sie hatte Hunger und hat etwas zu essen gesucht, aber trotzdem. Aber dann hat sie sich entschuldigt und dabei fast geweint. Da konnte ich unmöglich böse sein. Also in diesem Sinne, behalte die Kleine besser... etwas besser im Auge, okay? Mama, hasse euch alle. Bitte sag du dich auch nicht noch Mama, bitte nicht. Du bist schon wieder auf dem Ei. Du hast 3 Tage im Koma gelegen. Mach mal langsam, okay? Der Aschegeboren hat all unsere Systeme überlassen. Wir sitzen noch eine Weile hier fest. Nach dem Angriff haben wir 3 Tage und Nächte geschuftet. Das war ganz schön anstrengend und du hast nur gepennt. Aber immerhin konnte die Crew nicht mal... ich etwas ausruhen, wenigstens ein kleiner Silberstreif. Seit dem Aschesturm waren sie rund um die Uhr im Einsatz. Alle sahen so glücklich aus, als sie sich mit Fien gefreundet haben. Ich bin richtig neidisch. Spielen, sobald meine Arbeit erledigt ist, okay, Fien? Fien? Fien, Fien? Fien, Fien? Fien, Fien? Das nimmt das Mikro gar nicht auf, wenn ich Fien. Quartier. Hier stinkt es. Auf ins Frauenquartier. Da riecht es immer nach Rosen. Aha. Ist so cute. Schön, dass es dir gut geht. Oh, Vieh ist auch bei dir. Das ist ja nett. Hallo, kleine Vieh. Ach, wie peinlich. Die ist einfach so niedlich. Wann immer ich ihren Namen sage, ist es ein wenig so, als würde die Sonne in mir aufgehen. Bist du okay? Oh, es geht mir gut. Entschuldige bitte. Aber wie dem auch sei, ich bin froh, dass es dir gut geht. Der Anblick, wie Vieh ganz stumm neben dir sitzt und die Tränen über ihre Wangen laufen. Allein mit dem Gedanken droht mein Herz fast zu zerspringen. Nein, ich muss ruhig bleiben. Alter, die ist so hart, ne? Das war so klar, weißt du? Die härteste auf dem Schiff lässt sich durch irgendein cutes Mini-Gesicht so richtig zu Butter leicht klopfen. Ey, Captain Booby! Ich war wirklich erleichtert, als sich dein Zustand stabilisiert hat. Schön, dass es dir wieder gut geht. Du hast 3 Tage geschlafen. Das ist auf dem Schiff es ist eine ganz schöne Menge passiert, ey. Du dir vorstellen kannst, das hat unsere kleine Vieh hier die ganze Zeit. Die ganze Zeit der große Star.
die sie so völlig unschuldig alles ins Rollen gebracht und die Crew noch enger zusammengeschweißt hat. Wir haben zuerst Wache gehalten, aber sie sah so besorgt aus, als sie sich an dich gekuschelt hat. Die Kinder haben sie zuerst begrüßt und dann kamen schließlich alle zu ihr auf die Krankenstation. Und bevor wir uns versahen, war Fee das offizielle Maskottchen für das ganze Schiff. Dann wachst du auf und sie fühlt sich auf dem Schiff wie zu Hause. Das ist eine Überraschung, oder? Das kannst du laut sein. Ja, das kann man dir nicht verübeln. Das Schiff hält weiter Kurs auf Siri Team, keine Ahnung. Aber durch diesen Aschegeborenen sind unsere Systeme komplett im Sack. Im Moment sitzen wir hier fest. Du musst also noch mal etwas wenig Geduld haben. Aber so hast du Chance, mit allen zu reden. Vielleicht können sie etwas über Fee erzählen. Ich hab schon mit allen geredet. Du warst jetzt die Letzte, glaube ich. Obwohl, ich glaube, ein paar kommen noch. Wo sollen wir mit den ganzen Knirpsen reden, obwohl die keine Sprechblasen haben? Aber wir gehen mal ins Labor. Ja, alle zu viel, ey. Okay. Ich war neugierig, was wohl in diesem riesigen Container ist. Ich hatte keine Ahnung, dass jemand wie sie da drin steckt. Hat dich bestimmt auch umgehauen, oder? Direkt nach ihrer Rettung war sie irgendwie benebelt. Aber es hat gar nicht lange gedauert, da konnten wir ganz normal mit ihr reden. Und außerdem lernt sie unglaublich schnell. Gestern hat mein Bruder nicht mal wieder gezwungen, mit ihr Karten zu spielen. Die hat nur zugeguckt, dann haben wir sie eingeladen mitzuspielen. Und sie kannte alle Regeln. Echt unglaublich. Wie sie aussieht, was sie alles kann. Sie ist echt kein gewöhnliches Kind. Und das Komische ist, sobald man sie lächeln sieht, ist irgendwie alles plötzlich egal. Vielleicht ist das, was die Leute Mutterinstinkt nennen? What the fuck? Ich glaube, sie ist ein Aschegeborenes. Oh. Zack! Kaum zu glauben, dass ich mich um dir Sorgen gemacht habe. Bin aber echt froh, dass du okay bist. Und oh, die kleine Vieh läuft Mama hinterher. Wie süß. Okay, Zeit für einen echten leckerbissen Sack. Ampul au Reis? Was soll das denn sein? Immer langsam. Ich wollte dir gerade eine super geheime Geschichte erzählen und das Gericht entstanden ist. Also Vieh, wollt einfach nicht von dir weg. Sie wollte auch nichts essen. Gar nichts. Als die Sonne aufging, haben wir uns langsam Sorgen gemacht und wollten sie unbedingt zum Essen kriegen. Lulu und Amy haben alle möglichen leckeren Sachen gekocht, aber Fee hat sie nicht mal angerührt. Und dann kam ich mit meinem Wundergericht, das unglaubliche Ampoule au Reis. Eigentlich ist mir bloß die Ampulle für dich auf einen Haufen Reis gefallen. Aber sie hat es gerochen und ist total ausgeflippt. Sie hat alles auf einmal verputzt. Merkwürdiger Geschmack. Hin oder her, giftig ist es nicht. Also haben wir nichts mehr für sie gemacht. Bestimmt lecker? Okay, echt jetzt. Lass mal deinen Kopf untersuchen. An Vieh ist überhaupt nichts normal. Sogar nicht mal ihr Geschmack. Aber trotzdem, sie hat dich gerettet. Damit gehört sie für mich zu den Guten. Außerdem ist es so, als hätte unsere Familie jetzt den süßesten Fratz aller Zeiten. Oh Mann. So, in die Krankenstation, ja? Okay. Eieiei. Krankenstation. Blood pressure balance and metabolism are stable. Good. We should be all right. For the time being, at least. You heal incredibly quickly. Even if you did get patched up by Feem. Echt? Keine Ahnung. It's something to be proud of. Wir sind jetzt ein Mutant. She's really taken a shine to you. You're an intriguing character, to be sure. Feem is... Sorry, it's nothing. Irgendwas ist komisch. Sie weiß doch was. Du wach,
Retten, danke, Mama, 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 ja, Mama, okay. Okay, sie denkt immer noch Mama. Gut. Wo gehst du hier raus? Da. Okay, wir haben jetzt eigentlich mit allen gesmalltalkt hier, würde ich sagen. Können wir da hinten eigentlich lang gehen? Nee, kaputt. Na toll. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zurück zur Brücke. Zurück runter und sagen dann auf Wiedersehen und bis zur nächsten Folge, würde ich sagen. Zurück zu God Eater 3. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Na, die winkt einfach mit. Ist ja oberniedlich. Warte. So. Und dann bis zum nächsten Mal.